So Leute, heute trainieren wir mit Sophia Beine. Es wird ein brutaler Workout. Wir wärmen uns vor Beintraining immer eine halbe Stunde auf. Ich fahre eine halbe Stunde Fahrrad und Sophia geht auf der Laufbahn eine halbe Stunde lang. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, die Beine richtig aufzuwärmen und dann, wenn wir oben sind, volle Pulle loszulegen. Weil ich auch nicht der Jüngste bin, muss ich mich aufwärmen wegen Verletzungsgefahren. Sophia könnte wahrscheinlich ohne Aufwärmen auch loslegen, habe ich früher auch gemacht. Aber wir tun das erstens wegen Cardio, zweitens wegen Vorermüdung der Muskeln, dass wir dann volle Pulle starten können. So Freunde, jetzt fangen wir Beintraining an. Wir haben zwar eine halbe Stunde Rad gefahren, Sophia, aber das heißt nicht, dass wir schon 100% den Muskel aufgewärmt haben. Deswegen gilt als erste Übung immer noch, sich gründlich aufzuwärmen, bevor man zur Arbeitssätze rübergeht. Deswegen wärmen wir uns jetzt auf und dann erst die Arbeitssätze. Ja? Also Verletzungsgefahr minimieren, Leute, lieber 5 Minuten mehr investieren, aber dafür langfristig gesund bleiben. Ich glaube, einer der häufigeren Fehler ist auch, dass die Leute zum Studio joggen und denken, Trizeps ist schon warm. Also mit Joggen wird Trizeps mit Sicherheit nicht warm. Deswegen immer den jeweiligen Muskel, den man trainieren will, gründlich aufwärmen. Fährt sehr länger damit. Wir machen jetzt 3-4 Sätze Aufwärmsätze und dann kommen die Arbeitssätze. Dann haben wir rein. Erster Satz. Saubere 12 Wiederholungen. Sophias Stärke ist ja auch ein Beinbizeps. Wenn man hier sieht, wie hoch der ist, während sie die Übung ausführt. Gib Gas, Sophia. Jawohl. Geht, komm. Langsam runter. So, Herr Gras. Wieder hinter, oder? Jetzt schon, das ist mit den Klamotten immer so ein kleines Mysterium. Man weiß nie, was sich darunter verbirgt. Man munkelt, man hat in einigen Videos von uns schon seine Beine gesehen. Ich glaube auch, dass ich sie gesehen habe. Aber eben sieht man immer so kleine Details eben wie Waden und Unterarme, die einen schon komplett aus den Socken hauen. Aber was sich darunter verbirgt, weiß niemand. Geheimnis, versteckter Schatz. Also beim Bizeps liegend, Leute, auch 8 bis 12 Wiederholungen. Hier werden wir heute 5-6 Sätze machen. Ich finde, beim Bizeps vernachlässigt man so wie Bauch und Waden auch sehr gerne. Deswegen nehmen wir heute richtig her. Okay. Was auch gut ist, wenn man oben ist, kurz anhalten und den Muskel angespannt lassen, ist nochmal ein Effekt drauf. Ich hab's nicht durchschaut. Beim Bizeps stehend einbeinig. Da holen wir das letzte raus für den Beinbizeps und dann erst geht
vordere Beine los. Da ist zu beachten, auch leicht anfangen. Und dann, wenn der Muskel warm ist, kann man so viel drauf tun, wie viel man bewegen kann. Aber als zweite Übung kann man sowieso nicht viel bewegen. Da. Wie ihr seht, Sophia kämpft. Jawohl. Komm, kämpfen jetzt. Geht. Komm jetzt. Langsam runter. So, unsere erste Beintraining 2015. Wie das Jahr anfängt, endet auch, habe ich gehört. Deswegen geben wir uns heute die Kante. Dann kann hier immer besser werden. Also es macht echt viel Spaß. Deswegen mache ich auch ein bisschen schwerer noch, als Sophia eingestellt hat. Wie hat der Rocky gesagt, oder der Trainingspartner von ihm, Apollo, es gibt keinen Morgen. Wir sind heute da und deswegen trainieren wir heute so brutal wie möglich. Morgen schauen wir, was da gefordert wird. Ist immer noch leicht. Ich habe hier Athleten, die 30 Sätze beim Bizeps machen. Wir belassen heute bei 10 Sätze. 30 Sätze. Brutal. Und noch was? Noch schwerer. Die Übung Beinbizeps haben wir ja gesagt, machen wir stehend Beinbizeps. So, da machen wir 4 Sätze. Wiederholungszahl bleiben gleich, also zwischen 8 und 12. Dann haben wir insgesamt 10 Sätze. Und wenn man zählt, wie viele Wiederholungen das wären ca. 80 bis 120 Wiederholungen insgesamt. Hier ist ja schwer genug hochzuschmeißen, aber die Negativen mitzunehmen ist noch schwieriger, also langsamer los, runterzulassen. Okay, Beinbizeps fertig, Sophia? Ja. Jetzt gehen wir Beinstrecker. Werden wir unsere
Freude wieder daran haben. Mit oder ohne Aufwärmsatz auch hier? Mit. Mit, auf jeden Fall mit, weil wir hier vorne für vordere Beine noch nichts gemacht haben. Passt die oder hast du genauso gehabt wie? Passt. Schon passt? Wir wärmen uns auch für die großen Übungen richtig auf. Also wenn man, finde ich jetzt persönlich, wenn man Beinstrecker macht, dann hat man keine Probleme mit Hackenschmidt, Beinpresse oder Kniebeugen direkt einzusteigen und volle Pulle reinzuhauen. Deswegen machen wir erst die. Und für die Teilungen der Muskeln und für die Querstreifen ist Beinstrecker sowieso sehr wichtig. Okay, so viel machst du 3, 4. Für Anfänger immer euch festhalten. Das Gewicht ist so leicht, dass ich jetzt schon so machen könnte. Aber ich will für euch nicht ein schlechter Vorbild sein. Festhalten, damit euer Po sich nicht hochhebt und ihr das Gewicht nur aus dem Oberschenkel rausdrückt. Ansonsten hebt ihr Po so hoch und ihr seid schon gerade, ohne Bein auszustrecken. Aber wir wollen ja Beine richtig ausstrecken, deswegen heißt der Beinstrecker. Okay. Satz. Danke, Sophia. Klar. So weiß man, was man hat, wenn man mit einem gescheiten Trainingspartner trainiert. Wie viel Hilfe man braucht, ist sehr wichtig. Nicht nur braucht, sondern dass die Trainingspartner oder Partnerin erkennt, wie viel man braucht und so viel hilft. Es bringt mir nichts, wenn sie das Gewicht von mir wegreißt. Es bringt mir auch nichts, wenn sie mich hungern lässt. Man muss immer ein Team werden, dann macht das Training doppelt so viel Spaß. Jetzt schauen wir Sophia an. Ich hole mir den Griff im Erdschein aus, hier von unten ist auch interessant. Jawohl, Sophia, komm. Komm, Sophia. Geht. Jawohl. Jetzt helfe ich hier ein bisschen mit. Genau, komm. Geht. Super. Jetzt kurz zu dem Übung, was noch wichtig ist. Dann schließen wir diese Übung auch ab. Wie Sophia hier sitzt, sieht man ja, diese Bank ist dafür da, dass man komplett den Oberschenkel drauf tut. Also es wäre blöd, wenn ihre Knie jetzt hier wäre. Ja? Es wäre auch blöd, wenn die Lehne ganz hinten wäre, dass sie mit Oberkörper richtig hintergeneigt ist. Und auch hier muss man einstellen, dass die Polster auf dem Schienbein sind, nicht auf der Fußspitze oder so, so, dass die Mitte des Schienbeins sind. Deswegen sind die Maschinen so eingestellt, dass man verschiedene Winkel für sich jeweils einstellen muss. Man kann ja 1,50 groß sein oder 2 Meter. Und mit der Maschine kann 1,50 Typ genauso trainieren wie 2 Meter. Also Leute, nehmt euch die Zeit, erstmal die Maschine einstellen, dann das Gewicht, dann draufsetzen und loslegen. Auch da viel Spaß. Übung, Hackenschmidt. Hackenschmidt haben wahrscheinlich nicht alle Studios. Nur die Oldschool-Studios wie meins. Ich schwöre auf Hackenschmidt, super Übung, um Kniebeugen zu ersetzen.
Jetzt schauen wir mal Sophia zu, wie sie macht, wie tief sie und so weiter geht. Das ist ja auch wichtig zu sehen, wie richtig gemacht wird. Ihre Fußstellung erstmal. Auch Tiefe, genau, Sophia. Komm. Was gut ist bei der Übung, Rücken ist entlastet. Man kann sich voll auf Oberschenkel konzentrieren. Komm, 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 komm. Gib Gas jetzt. Du wolltest ein brutales Beintraining? Dann zeig's mir jetzt. Komm. Ja. Komm. Dora. Komm. Und der letzte noch ein Arm. Okay, komm. Eins dazu. Ja. So. Tu mal auch den drauf, bitte. Jetzt bin ich wieder dran, Leute. Es geht zu schnell. Ich mach dir nicht lang genug. Ein Satz. Doch, aber. Noch eins. Ja, klar. Und? Komm, hoch. Was ist? Andere Pumpe irgendwie. Mit Schmerzen verbunden. Das ist geil. Erste Training im neuen Jahr. So kann es jetzt 2015 nur besser werden. Auch hier, Freunde, 4 Sätze, 4x10 Wiederholungen. Und dann gehen wir rüber zum Beinpresse. Also 2 brutale Übungen hintereinander. Wir haben Beinbizeps gemacht, Beinstrecke gemacht, Hackenschmidt gemacht. Aber wir haben das Gröbste noch nicht hinter uns, deswegen volle Pulle dabei zu sein und Gas geben. Uns zwingt ja niemand, wir zwingen uns selber und das ist das Erfreuliche dabei. Bodybuilding muss man lieben und leben. Nur lieben reicht es nicht, man muss auch leben, machen. Wenn ich USA liebe, aber nicht dort lebe, bringt mir nichts. So ist auch Training. Wenn ich liebe, nichts mache oder nicht lebe, bringt mir auch nichts. Komm jetzt, Sophia. Ich glaube, du liebst und lebst auch, oder? Ja. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Komm jetzt. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas. Ich bin bei dir und ich sehe, dass du noch genug Kraft hast. Komm, hol alles raus jetzt. Zack. Jawohl. Zwei noch. Eins. Jawohl, 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 jawohl. Zack. Genau. So, Freunde. Hackenschmidt haben wir hinter uns für die Beine. Jetzt geht Sophie ihrer Kanal weiter, Teil 2. Teil 1 ist ja bei mir, Teil 2 bei Pumping Sophia Thiel. Bitte abonniert sie auch.
weil wir zusammenarbeiten, dann sieht sie auch, was ich mit ihr mache und sie mit mir macht, dass ihr dann über alles informiert seid. Also wir haben jetzt 2, 3 Übungen und meine Beine sehen jetzt so aus. Macht's mal nach, ob ihr auch so schütteln könnt. Ich konnte mal beide auch schütteln. So funktioniert's nicht. So ungefähr. Und so voll gepumpt unter mir. Also Highlight des 2015 ist, dass ich mal einen Teil von meinen Beinen gezeigt habe.